Hallo, heute geht es um das Thema Angststörung. Also es kam jetzt längere Zeit kein Video mehr von mir und das liegt einfach daran, dass ich die letzten Wochen versucht habe, dieses Video abzudrehen und irgendwie habe ich mich nie so richtig wohl damit gefühlt und ich hoffe, heute kriege ich das hin. Ich habe auch auf Instagram vor langer Zeit schon darum gebeten, mir Fragen zu dem Thema zu stellen und ich möchte einige davon in diesem Video beantworten. Vorab natürlich der Hinweis, ich bin keine Expertin, ich bin keine Psychologin, ich kann euch keine allgemeinen Informationen zu dem Thema geben. Ich möchte nur als Betroffene von meinen eigenen Erfahrungen berichten und vielleicht hilft das anderen Betroffenen, vielleicht hilft es auch Nicht-Betroffenen, es besser zu verstehen. Und ganz abgesehen davon finde ich es einfach wichtig, dass wir mehr über dieses Thema sprechen, also auch alles rund um das Thema mentale Gesundheit, weil das immer noch ein Tabuthema ist. Und ja, was ist eigentlich eine Angststörung? Angst an sich ist erstmal nichts Schlechtes. Das ist eine sinnvolle Schutzfunktion, die für uns überlebensnotwendig ist. Eine Angststörung hat man erst, wenn Ängste krankhaft sind, wenn man irrationale Ängste hat, weil eigentlich gar keine reale Bedrohung von außen gegeben ist. Und ja, das kann einem das Leben wirklich zur Hölle machen. Das kann einen sehr einschränken. Ich persönlich habe mit solchen Ängsten seit mindestens 14 Jahren zu tun. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, wann es angefangen hat, aber auf jeden Fall schon in der Oberstufe an der Schule. Wie hast du gemerkt, dass du eine Angststörung hast? Mein Problem war auch, dass ich es lange Zeit nicht greifen konnte. Also ich habe immer gedacht, das ist eine Art Charakterschwäche von mir. Ich komme einfach nicht so gut klar wie andere Menschen und muss damit jetzt leben. Und deswegen war für mich die Diagnose letztes Jahr im April eigentlich eine große Befreiung. Also wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat, kann man auch nichts dagegen machen. Und deswegen hat mir das sehr viel Hoffnung gegeben. Wie äußert sich das bei dir? Bei mir sind das vor allem soziale Ängste. Bei sozialen Ängsten hat man immer Angst vor Ablehnung und Beurteilung von anderen Menschen. Und deswegen ja, möchte man soziale Situationen möglichst meiden. Es gibt bei mir aber kein einheitliches Muster, also das ja, ist wahrscheinlich nicht, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie wenn jemand zum Beispiel eine Spinnenphobie hat oder so. Es ist bei mir ein bisschen komplizierter. Also es gibt Situationen, wo ich überhaupt keine Angst habe, wo ich mich unter Menschen total wohlfühle und dann gibt es so andere Situationen, wo ich total in Panik gerate. Bei mir fängt das mit so Kleinigkeiten im Alltag an. Also ganz schlimm sind für mich so Sachen beim Amt erledigen, also da anzurufen oder dorthin zu gehen, wenn ich Hilfe benötige, eine Frage habe, was beantragen möchte. Das ist für mich eine Riesenherausforderung und das schiebe ich auch gerne mal von mir her, wenn ich kann. Und ja, dann entwickelt man aber auch die Angst vor der Angst. Also da baut sich dann im Vorhinein vor einer Situation schon diese unangenehme Angst auf. Das ist wirklich sehr belastend. Und es gibt natürlich auch Panikattacken, wo man eine sehr starke körperliche Reaktion hat. Also ganz plötzlich bekommt man Herzklopfen, fängt an zu schwitzen, denkt, man muss gleich sterben, man möchte aus der Situation fliehen, kann aber irgendwie nicht. Solche Panikattacken habe ich zum Glück ziemlich selten. YouTube gehört übrigens zu den Sachen, die mir nicht so schwer fallen, obwohl das ja ein Ort ist, wo sehr viel Beurteilung und Hass stattfindet. Ja, weil man, glaube ich, trotzdem immer diese sichere Distanz hat. Deswegen fällt mir das nicht so schwer. Wann hast du dich dazu entschlossen, eine Therapie zu machen? Ich mache mir dann manchmal übertrieben Sorgen wegen irgendwas. Oft sind das Dinge, für die ich mich dann verantwortlich mache, obwohl die eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben. Das ist ein Zustand, der mich auch oft über mehrere Tage hinweg begleitet. Und sowas hatte ich eben auch letztes Jahr im April. Das war während des ersten Lockdowns. Da habe ich mir Sorgen wegen irgendwas gemacht, konnte die ganze Nacht nicht schlafen, habe mich völlig verrückt gemacht. Ja, weil es mir zu der Zeit sowieso aus anderen privaten Gründen nicht besonders gut ging, habe ich dann entschieden, mir Hilfe zu suchen. Also der Leidensdruck war in dem Moment einfach so groß. Hast du Tipps, wie ich einen Therapieplatz finde? Ich habe dann direkt am nächsten Tag in einer Therapiepraxis angerufen und ein Freund von mir hatte mir einen Verhaltenstherapeuten empfohlen, da habe ich angerufen und
Ich hatte Riesenglück. Wenige Tage später hatte ich dann schon mein Erstgespräch. Das ist natürlich nicht so selbstverständlich. Also wir wissen, die Situation in Deutschland ist sehr schlecht, was Therapieplätze angeht. Viele müssen lange warten und das ist auch etwas, wovon ich mich immer habe abschrecken lassen. Ich habe immer gedacht, ich kriege ja eh keinen Platz, also versuche ich es erst gar nicht. Und ich erzähle euch das, damit ihr das nicht so macht. Also wenn es euch nicht gut geht, dann sucht euch bitte Hilfe. Versucht es einfach. Ich werde euch auch Informationen in die Videobeschreibung packen mit Telefonnummern und Internetseiten, die euch dabei helfen können, einen Therapieplatz zu finden. Bei mir hat es auf Anhieb geklappt und ich kenne viele andere aus meinem persönlichen Umfeld, bei denen das auch auf Anhieb geklappt hat. Gibt es so etwas wie Schnupperstunden oder Gutscheine für Therapiestunden? Soweit ich weiß, hat man je nach Therapieform bis zu 5 Kennenlerngespräche. Also das ist zumindest bei Verhaltenstherapie so. Die dienen natürlich erstmal dazu, herauszufinden, ob die Chemie zwischen mir und dem Therapeuten oder der Therapeutin stimmt. Und wenn das alles passt, dann kann man die Therapie bei der Krankenkasse beantragen. Dafür braucht man in der Regel einen ärztlichen Konziliarbericht. Also ich habe dann ein Formular bekommen, damit bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Und da wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt, unter anderem ein Bluttest. Der Hintergrund ist, dass es für bestimmte psychische Krankheiten eine körperliche Ursache geben kann. Und das muss natürlich vorher abgeklärt werden, weil wenn es eine körperliche Ursache gibt, macht eine therapeutische Arbeit natürlich wenig Sinn. Und bei mir war körperlich alles in Ordnung, sodass ich die Therapie dann beantragen konnte. Das ging auch alles sehr schnell. Also innerhalb von wenigen Tagen kam dann schon die Bestätigung von der Krankenkasse. Und mein Problem war, dass ich sogar vor der Therapie riesengroße Angst hatte. Also das war für mich eine dieser bedrohlichen Situationen. Ich sitze 50 Minuten in einem Raum mit einer mir eigentlich fremden Person und muss mit der ein Gespräch führen. Und natürlich war ich unglaublich dankbar, dass ich die Therapie machen konnte. Ich wusste, ich mache das für mich und mein Wohlbefinden und das wird mir gut tun und mir helfen. Deswegen wollte ich das auch unbedingt durchziehen und habe mich dann Woche für Woche dieser Angst gestellt. Ich konnte an den Tagen, wo ich Therapie hatte, mir nichts anderes vornehmen. Ich musste mir komplett frei halten und mich mental darauf vorbereiten und die Angst irgendwie in den Griff kriegen. Und das war die ersten Monate sehr, sehr anstrengend für mich. Und mit der Zeit wurde die Angst dann aber immer weniger. Was hat dir geholfen, die Angst in den Griff zu bekommen? Das habe ich sowieso schon immer gemacht, dass ich mich auch eigenständig den Ängsten gestellt habe, weil bei meinen Ängsten ist das oft auch nicht anders möglich. Also es gibt ja gewisse Dinge, die müssen einfach erledigt werden. Die macht kein anderer für mich und deswegen muss ich mich der Angst stellen. Und ich habe aber auch einen Anspruch an mich selber entwickelt, mich den Ängsten zu stellen. Also für mich kam nie in Frage, irgendwas abzusagen und zu Hause zu bleiben und mich zu isolieren, weil ich Angst habe. Also dieser Gedanke war für mich eigentlich noch schlimmer als die Angst. Und deswegen habe ich eben auch immer versucht, mich eigenständig den Ängsten zu stellen. Heißt aber nicht, dass es einfach ist. Also wenn man wirklich Angst vor etwas hat, dann ist das eine große Herausforderung und kostet sehr viel Kraft. An Außenstehende nochmal der Hinweis, es ist nicht besonders hilfreich, wenn man zu Betroffenen sagt, stell dich mal nicht so an, du musst dich der Angst einfach stellen. Also das ist nicht sehr hilfreich. Und für viele Betroffene wird es wahrscheinlich auch ohne therapeutische Begleitung gar nicht möglich sein, sich den Ängsten zu stellen. Was hilft dir in einer akuten Angstsituation? Hast du bestimmte Techniken, die du dagegen anwendest? Es gibt natürlich auch bestimmte Techniken, um Ängste zu mildern. Also es gibt zum Beispiel Klopftechniken und Atemtechniken, alles Mögliche. Und da muss jeder wahrscheinlich für sich rausfinden, was am besten funktioniert. Die Technik, die ich anwende, habe ich ganz intuitiv entwickelt, dadurch, dass ich ja schon seit Jahren Dankbarkeitstagebuch führe, sehr viel schriftlich reflektiere. Da habe ich eben auch angefangen, mir aufzuschreiben, wenn ich mir wegen irgendwas Sorgen gemacht habe. Also ich habe versucht zu analysieren, ob die Sorge begründet ist, was im schlimmsten Fall passieren kann, was im besten Fall passieren kann. Und das hat mir sehr geholfen. Deswegen habe ich das dann eben auch für die Ängste gemacht. Also das ist eigentlich so eine Art Visualisierung, die ich da mache. Also wenn ich merke, dass ich Angst habe, dass sich Angst aufbaut, ich nervös werde vor einer Situation, dann versuche ich, diesen Katastrophengedanken in meinem Kopf auszutauschen und der Situation stattdessen möglichst optimistisch zu begegnen, mir also vorzustellen, wie die Situation idealerweise ablaufen könnte. Wichtig ist, dass man da realistisch bleibt, also nicht übertreiben. Es reicht ja schon, wenn man die Situation erlebt wie eine Person, die keine Angst hat. Und es ist auch gut,
ja, wenn man sich vorstellt, wie man sich dabei fühlt. Und das kann man natürlich in Gedanken machen, aber ich bevorzuge es, das in meine Handynotizen einzutippen, also einfach 2, 3 Sätze. Also nehmen wir an, ich habe heute einen Termin, der mich jetzt schon nervös macht. Ich merke, wie die Angst sich aufbaut und dann stelle ich mir vor, ich fahre dorthin. Ich bin entspannt, ich fühle mich wohl, die Menschen sind nett und ich habe einfach eine gute Zeit. Und das klingt jetzt sehr banal, aber tatsächlich hilft mir das in den allermeisten Fällen und ja, nimmt die Angst im Vorhinein schon raus. Das Eintippen ins Handy hat natürlich auch den Vorteil, man kann sich das notfalls nochmal durchlesen und man hat die Sätze dann ja auch eingespeichert, muss sie also auch nicht unbedingt jedes Mal aufs Neue eintippen. Ja, ich möchte nochmal zusammenfassen, was für mich die 4 wichtigsten Schritte waren, um mit Ängsten klarzukommen. Also der erste wichtige Schritt war, zu erkennen, dass meine Ängste nicht so normal sind, dass es krankhaft ist. Und ja, die Diagnose Angststörung war eigentlich sehr wichtig für mich. Dann natürlich die Psychotherapie zu machen. Da arbeitet man die Ursachen auch auf, lernt, wie man besser mit den Ängsten klarkommt. Und allgemein trägt das sehr viel zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung bei. Dann natürlich die Konfrontation. Wie gesagt, ich war oft dazu gezwungen und es war mir auch sehr wichtig. Aber für viele Betroffene wird das nicht ohne therapeutische Begleitung möglich sein. Und dann natürlich die Technik mit dem Visualisieren. Ja, heute ist es so, es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt geheilt von der Angststörung oder so, aber die Ängste sind viel weniger geworden, ich komme besser damit klar. Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Angst mich kontrolliert, sondern ich habe die Angst eigentlich ganz gut im Griff. Mein Ziel ist natürlich trotzdem, dass ich diese Hilfsmittel irgendwann auch nicht mehr benötige, dass ich auch unvorbereitet in Situationen gehen kann, ohne dass Angst aufkommt. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, können wir die vielleicht gemeinsam in den Kommentaren beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!